Dann erkunde mal dieses System und dieses System, damit wir uns wenigstens nie sichern können. Sonst haben wir nämlich richtig beschissene Grenzen. So, und das hier holen wir uns. Aber sowas von. Und du kannst dir... Nee, können wir, kannst du nicht. Aber du kannst dir die hier holen. Technology secured. Verwaltungslimit um 20 erhöht. Ja, Verwaltungslimit. Also früher war es so, jede Kolonie in jedes System, das man besitzt, erhöht halt die Kosten an Forschung und für Einigkeit, also die ganzen Traditionen hier. Im Prinzip wie bei Civilization. Aber jetzt ist es so, man hat so ein Verwaltungslimit und solange man da drunter bleibt, hat man halt keine Strafen in der Hinsicht. Und da wir halt nah dran sind, kann man sich halt das holen. Alternative wäre Unterhalt von Sternenbasen, das ist aber im Moment nicht weltbewegend. Sphere of Influence expanded. So, zwei werden gleich einen Job haben, das heißt, wir brauchen nur einen. Oh, das ist zu teuer. Wir haben einen Arbeitslosen. Pass auf, dann verkaufen wir mal gerade Konsumgüter. Schicken den hier rüber. Und dann bauen wir einen Generatordistrikt. Anomaly found. 800 Tage? Nein, das dauert definitiv zu lange. Ermöglicht Beseitigung von... Was haben wir hier für Blocker? Giftiger Seetang und dichter Dschungel. Was blockieren die? Landwirtschaft, Generator, Bergbau, Generator. Dann würde ich sagen, dichter Dschungel. Und zuerst, was haben wir hier an Blockern? Ein Römer wird erstellt. Oh, sehr schön. Wir erstellen mal ein paar Römer. Wir brauchen aber dafür definitiv mehr Energiecredits und die haben wir einfach nicht. Tundra-Wild. Ah, klingt nicht so angenehm. Warte, warum erkundest du da? Du sollst das System erkunden, bitte. Das hat gerade mal Priorität. Planetrum hat seine Baureihe beendet, das heißt, wir kriegen direkt erstmal zusätzliche Legierungen. Construction complete. So, und du, wie sieht's aus? Du bist Stufe 3. Zum Überprüfen klicken. 134 Tage. Ja, komm, dann schnapp sie dir. Es war zwar verlockend, jetzt noch mehr Systeme zu erkunden, aber ich kann sie mir eh nicht schnappen. Oh, wir haben... Okay, wir haben keine Energie mehr. Mineralien von Jobs, Waffenschaden, 75% reduziert, das können wir so nicht stehen lassen. Machen wir halt einmal so. Construction complete. So, aber eigentlich müssten wir jetzt doch auch zusätzliche Energie bekommen, oder? Warum wird denn hier nur 2 erzeugt? Ich wollte schon sagen, der erzeugt 4, aber es wird halt auch Energie verbraucht. Das ergibt Sinn. Ah, jetzt sind wir auf 0. Fraktion gegründet. Aber die Fraktionsnamen sind noch auf Englisch, aus welchem Grund auch immer. Wie sieht's denn hier aus? Autokratisch sind wir, differenzierte Gesellschaft. Moment, die sind... Doch, die sind autoritär. Und hier haben wir militaristisch. Eroberung. Lässt sich einrichten. Aggressive Diplomatie. Ja, wir haben... Aber Kriege sind erlaubt, daher... Wenn wir jetzt Pazifisten wären, wäre das ein Problem. Aber das sind wir zum Glück nicht. Ich glaube, in diesem Spiel sind das tatsächlich nur die Asiaten. Weil das halt nötig ist, damit sie innere Perfektion haben können. Star System charted. So, jetzt hol dir das System. Und jetzt kannst du auch gerne hier erkunden. Oh, ich hoffe, jetzt schnappen sich die Wikinger das nicht auch noch, sonst haben wir ein Problem. Weil wir brauchen hier eine Sternenbasis. Hier auf jeden Fall. Und hier, und damit wären wir über dem Limit. Found. Oh.
Gefechtsspuren. Friedhofsexpedition ausrüsten. Wo ist das? Situation log updated. Oh, und wir haben eine Wissenschaftsfraktion. Das ist aber okay. Du erkundest das Ding. Was sagt denn die Wissenschaftsfraktion? Das bedeutet in dem Fall zum Glück einfach nur zusätzlichen Einfluss. Und Einfluss haben wir im Moment einfach viel zu wenig. KI gestattet und technischer Vorreiter. Wie sieht's aus? Ihre Flottenstärke ist zum Vergleich zu unserer überwältigend. Okay, wir sollten daran was ändern. Wir sollten vielleicht ein paar... Aber das bleibt nicht beim Namen Klasse S1, sondern... Erste... Centurie. Es ist noch keine Legion, also nennen wir es Centurie. Autobestes, wovon redest du? Es ist nicht... Ach... Ja... Egal, lassen wir es erstmal so. Das ist... Der Flottenmanager ist ein bisschen verbuggt in der Hinsicht. Genau, und die Schiffe sind ja zum Glück schon billiger durch die eine Forschung. Und wir können sie schneller bauen. Ich wusste, dass das eine gute Entscheidung ist. Wir haben ja im Moment auch keine anderen Schiffstypen. Und dann ist das hoffentlich gleich wieder einigermaßen im Gleichgewicht. Explosionen am Himmel. Inspirierte Jungwissenschaftler, Erkundungsgeschwindigkeit bis 20%, Forschungsgeschwindigkeit, Anomalien 20% für unser Wissenschaftsschiff. Alles klar. Soll mir recht sein. Star System charted. Hier müssen wir auf jeden Fall zumachen, aber wir müssen es doch auf jeden Fall auch in diese Richtung hier ausdehnen. Komm, hol dir das System mal. Special Project complete. Spezialprojekt ausgestattet. Ja, abgeschlossen. Ausgestattet. Man sollte deutlich auch dahin gucken, wo man gerade liest. Der Raumschifffriedhof auf der Oberfläche hat sich glücklicherweise als technologische Schatztruhe erwiesen. Das Studium der Überreste dieser Schiffe hat unsere Forschung in bestimmten Disziplinen um mehrere Jahre nach vorne katapultiert und noch sind nicht alle Entdeckungen gemacht. Der Bau eines permanenten Forschungsaußenpostens im Orbit wäre ein Segen für unsere Raumschiffbaubemühungen. Alles klar, soll passieren. Construction complete. Wie sieht es mit Forschung aus? Wir hängen ein bisschen bei Sozialforschung hinterher. Du kannst danach mal hier forschen. Andererseits will ich das System vorerst nicht verteidigen können. Eben weil wir halt... Aber doch, jetzt können wir vier. Aber wir brauchen auch vier Sternbasen. Wie sieht's aus? Verbesserte Geschütze haben wir in 4 Monaten. Ebenbürtig. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer überlegen. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir halt auch den Vorteil haben, dass wenn wir verteidigen, auch halt Sternbasen in unserem Gebiet haben. Wir brauchen definitiv noch eine Regierungsgießerei. Davon haben wir eindeutig zu wenig. Wie sieht es hier aus? Hier tut sich noch nicht viel. Rumpfstärke Korvetten. Aber Keramikpanzerung ist halt für alle Schiffe gut. Das heißt, ich ziehe das erst einmal vor. Galaktische Ambitionen unter Sternbasen, das ist schon mal sinnvoll. Und Aufstiegsvorteil. Das ist, wir haben hier noch nicht so viel Auswahl, aber hier kommen halt die ganzen Sachen wie eine Ekumenopolis, also eine Stadt, die auf einen ganzen Planeten sich ausdehnt. Rom wird definitiv so ein galaktische Wunder, das heißt, wir können damit Megastrukturen bauen. Geboren in der Leere, damit können wir Habitate erstellen. Aber auch so Sachen wie Verteidiger der Galaxie ist dann zum Beispiel mehr Schaden gegen Endgame-Krisen. Also das sind halt Sachen, die wirklich das Spiel auch verändern. Eigentlich somit die beste erste Wahl in meinen Augen wäre halt einmal, wo ist das? Führungsstärke. Dauererlasse 50%. Oder wo ist das? Geboren in der Leere. Weil Habitate tatsächlich doch ein paar Zwecke haben. Und auch welche, die für uns sinnvoll sind. Ich kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden. Wir müssen uns auch nicht direkt entscheiden. Das Problem ist, wir haben nicht genug Einfluss, um
hier groß was von zu nutzen. Aber sobald es soweit ist, das, also die beiden sind halt wirklich Vorteile, die auch das ganze Spiel über was bringen. Und ich finde diese, bis auf halt die zwei für gefallene Reiche und Endgame-Krise, sollten die, sind also die guten Aufstiegsdinger, sollten halt das ganze Spiel über was bringen. Megastrukturen tun das, der Aufstiegspart tut das. Beziehungsweise die Aufstiegspfade tun das, gibt ja drei. Und halt sowas wie Ediktdauer. Aber halt zum Beispiel nicht, Moment. Also haben wir vielleicht mal hier ein Beispiel für einen Ascension Perk, was richtig schlecht ist. Transzendentes Lernen. Das kriegt man alles über Forschung. Gemeinsame Vision auch nur sehr bedingt, weil Anziehung an Regierungsethik ist scheiße und monatliche Einigkeit. Einigkeit ist ein Mittel zum Zweck. Also irgendwann bringt das auch nicht mehr so viel. Irgendwann hat man auch genug Einigkeit. Halt im Endgame, aber irgendwann ist es soweit. Oder, was gab es hier noch? Nihilistische Annahme, damit könnten wir das tun, was das dunkle Volk kann. Enigma-Ingenieur, hier war noch eine, die ist richtig scheiße. Also zumindest in ihrem jetzigen Zustand. Xenokompatibilität, ich wollte schon sagen, wir müssten xenophil dafür sein, das sind wir nicht. Interstellare Herrschaft, wo ist es denn? Ich bin halt auch die deutschen Namen nicht gewohnt. Verteidiger der Galaxie. Imperiales Vorrecht. 30 Verwaltungslimit. Das sind am Ende zwei Forschungen. Dann hast du genauso viel. Wrack identifiziert. Unsere Crew an Bord der RIS Isidor hat berichtet, dass Schiffswrack im Kurturm das Ergebnis eines unerwarteten geomagnetischen Sonnensturms war. Das Versorgungsschiff hatte einen Totalausfall der Lebenshaltung und erlitt so schwere Schäden, dass es manövrierungsunfähig bis in die Schwerkraft von Kuturn driftete. Es gibt keine Überlebenden. Der Frachtraum des Schiffes enthält eine bemerkenswerte Menge an Mineralien, jedoch warnt der Captain der Ares Isidor davor, dass die Schiffskonstruktion auf ein wikingeres Design hinweist. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Mineralien Wikinger gehören. Und sie könnten daher verärgert sein, sollten wir Anspruch auf ihre Ladung erheben. Wir brauchen diese Mineralien nicht. Wir brauchen sie nicht. Außerdem gibt es Einfluss, wenn wir sie zurückgeben. Und sie finden uns danach nicht komplett scheiße. Das lässt uns vielleicht noch ein paar Jahre Frieden. Ich meine, wir werden sie definitiv übernehmen als Vasallen, aber noch nicht. 100 Dings, genau 100 Einfluss, das ist sehr gut. Wow. Plus 20 und das ist in 4 Jahren komplett weg. Das wird uns nicht so viel bringen. So, wir können mal gerade hier einen Sternhafen bauen. Damit da schon mal nicht ganz so leichtes Spiel ist. 26? Warum haben wir denn auf einmal so viele? Genau, und wir haben ja jetzt auch verbesserte Geschütze. Aber nicht genug Energie. Toll. Veraltete Komponenten. Komm, können wir... Nein, wir brauchen wirklich Massebeschleuniger. Asteroidenfauna. Während der Erkundung von... Bra? Hat die Besatzung der Ares Isidor verblüffenderweise Lebenszeichen aus dem Inneren des Asteroiden erfasst. Im Fels scheint es eine Kolonie großer, steinfressender Würmer zu geben, die den Asteroiden mit Tunneln durchzogen haben. Diese einzigartige Lebensform haben sich irgendwie an ein Leben in der Kälte des Weltraums angepasst. Diese Kreaturen sollten studiert werden. Definitiv. So, wie sieht's hier aus? Du machst... Warum machst du nichts? Ich habe dir keine Befehle gegeben. 3, 4, 5. Im Idealfall vielleicht bis hier. Construction complete. Das System ist auch gut. Warum ist das hier? Genau, darum kümmert die sich schon. Star System charted. Wie sieht's aus? Was können wir machen? Forschungsgeld, das Forschungsgeschwindigkeit bis 10%, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber dann möchte ich halt auch wirklich Führungsstärke haben. Thank you.
Construction complete. So, jetzt haben wir auch verbesserte Deflektoren. Jetzt brauchen wir auch unbedingt... Blaue Laser sind verlockend, aber wir brauchen... Das bringt uns nichts, wenn wir keine Energie haben auf den Schiffen. Urschleim. In geschützten Löchern überall auf der Oberfläche von Kulturm 4a befindet sich reichhaltiger Schleim aus einfachen organischen Verbindungen, von dem unsere Forscher glauben, dass es eine Brutschippe für Abiogenese sein könnte. Die spontane Bildung von organischem Leben aus lebloser Materie wird erst durch die ungewöhnlich dicke Atmosphäre erreicht. Obwohl der Planet eine einzigartige Gelegenheit zum Untersuchen besitzt, was die frühen Stadien des Ursprungs des Lebens sein könnten, wäre es am besten für unsere Erwartung niedrig zu halten, da es noch Millionen von Jahren dauern könnte, bevor sich auf Kulturm 4a Leben entwickelt. Wo ist denn das überhaupt? Ach, hier. Automatische Erkundung haben wir noch nicht. Du bist Stufe 3. Dann erkunde einfach mal. Nein. Doch, erkunden. Okay, das ist gut. Das ist definitiv zu lang. In Stufe 7 Anomalie dauert mir definitiv zu lang. Wir können... Ich würde die Schiffe... Das Ding ist, die Schiffe aufzurüsten, ist halt ein Kampf. Das ist glaube ich, teurer, als die Schiffe neu zu bauen. Deshalb würde ich nach Möglichkeit gerne die neuen Schiffe direkt auch mit der neuen Technologie bauen. Wie sieht's aus? Ihre Flottenstärke ist überwältigend. Können wir uns nicht erlauben. Dann machen wir es halt so. Wie sieht das aus? Handelswert, genau. Was haben wir als Handels... Wie sieht's mit Handelswert aus? 18. Was, wo ist... Richtlinien. Umsiedlung gestartet, Landbeschlagnahme erlaubt, Erstkontakt aggressiv, Anfangsscanstatus offen. Militarisierte Wirtschaft. Wir haben auf... Ja, das ist... Will ich das so lassen? Ich weiß es nicht. Wohlstandsschaffung, aber ich würde, glaube ich, eher sagen, verbraucherorientiert. Dann können wir nämlich uns auch eine militarisierte Wirtschaft erlauben. Wirkungskontrollen erlaubt, Sklaverei gestattet, Säuberung, nur Deportation. Construction complete. So, das System können wir uns mal gerade holen. Und es fehlen Legierungen, aber das ist nicht das größte Problem. Star System charted. Was ist hier? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahrung. Wir können ein erstes Gebäude hier bauen. Recon and Research Vessel under attack. Mit einem Äther... Oh. Die Besuchersystem beobachtete Kreatur ähnelt nichts, was auf die... Auf was die RES Anaximander jeweils zuvor getroffen ist. Sie ist höchst aggressiv und verfügt aber ein zerstörerisches Potenzial, das seinesgleichen sucht. Die Kreatur bewacht einen Planetoiden, der ersten Scans zufolge ausgewöhnlich rohstoffreich ist. Oh, wir haben den Aether Drake in unserem Territorium, aber ich glaube, der bewegt sich nicht. Das heißt, das System wird. Es wäre toll, wenn wir das. Recon Research Vessel destroyed. Scheiße. Das ist echt scheiße. Pass auf, überkundest das System. Du gehst in. Bringt uns auch nichts. Hier ist nichts als Staubkörnchen. Ja, jetzt sind alle mega Depri. Technology secured. Tactical retreat. Oh, Intalasus. Aber das ist... Das müssten die Drohnen sein. Okay, das ist also schon mal kein anderes Volk. Construction complete. Pass auf, dann flieg hier rüber. Dauert zwar eine Weile, aber was soll's. Hier eine Schiffswerft und eine... Geschützbatterie. Sozialforschung von Forschern. Weltraumhandelsunternehmen könnte... Wir brauchen die Sternbasen für andere Dinge. Flottenkapazität von Soldatenjobs und Verteidigungsarmeen. Ja, das ist besser.
ebenbürtig, ihre Flottenstärke ist immer noch überlegen. Anomaly found. Construction complete. So, was Nahrung angeht, sind wir jetzt auch wieder im Positiven. Bei der Gelegenheit können wir Planetenwachstum fördern. Ah, jetzt fehlt uns Einfluss. Wunderbar. Eine kontinentale Welt mit 24, warum sagt denn keiner was? Wir haben nicht genug Legierungen. Alienwandmannerei, ja, schön. Generator, heiße Quellen. Stürmischer Berg. Das ist... Aber eigentlich ist die ziemlich lame, was Distrikte angeht. Aber vielleicht ist die für andere Sachen gut. Also 24 ist eigentlich ziemlich gut. Letztendlich ist die Planetengröße gar nicht mehr so wichtig, wie sie es früher war. Weil die halt nur für die Anzahl der Distrikte verantwortlich ist, aber nicht für die Anzahl der Gebäude, die gebaut werden können. Dann machen wir einmal hier eine Kolonie. Wie nennen wir sie? Nichts mit Prime im Namen, das ist nicht lateinisch, das ist nicht römisch. Heiße Quellen ist zwar... Das ist ein griechischer Name, Thermopylae. Das ist griechisch. Ich möchte nicht unbedingt einen griechischen Namen. Das passt nicht. Das würde eher zu den Trojanern passen. Dann... Gute Frage, wie nennen wir das Ding? Wir nennen es Limes, komm. Ich würde sagen, die Wikinger kommen den Germanen am nächsten. Construction complete. Störsender, Unsichtgeschwindigkeit und Nutzungschance, ja, bitte. Technology secured. Baugeschwindigkeit Planeten 25%. Wir bauen nicht so viel auf Planeten. Nachbrenner. Hangar könnte gut sein, weil Hangar besser sind für, wie heißt es? Um Handelsrouten zu bewachen. Die bieten doppelt, dafür sind sie doppelt so gut als Raketen und Geschütze. So, das kannst du übersetzen. Hier sind Alienschiffe, aber anscheinend nicht welche von einem anderen Volk. Das heißt, das soll mir recht sein. Construction complete. So, und dann machen wir mal aus dem hier auch einen Sternenhafen. 14 Monate für Fusionsreaktor. Wir bräuchten an sich Forschung. Forschungslabore könnten wir brauchen, aber andererseits weiß ich nicht, ob da genug bei rumkommt. Construction Obwohl complete. Doch, ja, definitiv. Brauchen wir nur Konsumgüter für. Construction complete. Toll. Wo baute das Kolonieschiff? Nicht hier, wo es nah ran wäre, sondern Special da. Project complete. Also, die Auswahl für... Für die Dinger ist... Für die Werften ist immer noch suboptimal. Vor allem spätestens, wenn Portale, also wenn die Sterntore im Spiel sind. Entdeckung. Forschungsgeschwindigkeit, Anomalien bringt uns halt nichts mehr. Was uns was bringen würde, wäre halt Produktion Forschungsstationen, Forschungsalternativen, bessere Wissenschaftler, Erfahrungszuwachs. Bewohner, die mit Forschung arbeiten, haben ihren Unterhalt um 20% reduziert und halt, wenn wir durch sind, 10% mehr Forschung insgesamt. Andererseits Dominierung... Nein, Wohlstand. Vorherrschaft. Vorherrschaft wäre verlockend wegen der Sternbasen. Und Kriegsdoktrinen. Und Baukosten für Schiffe. Nee, ich mache Entdeckung. Ich meine, es ist ja gut, wenn alle
Traditionen so verlockend sind, dass das war wirklich auch die Qual der Wahl hat. Curator Order. Ach stimmt, ja, das sind die anderen Aliens, die wir nicht ausschalten können, aber die bringen uns wenigstens was. Die helfen uns ein bisschen mit der Forschung. Und zwar, pass auf. Wir sind mal so clever. Nee, wir können noch keinen Wissenschaftler von denen rekrutieren, das ist schade. Wir hätten nämlich dafür die Mittel, aber dafür mögen die uns noch nicht genug. Verkaufen noch mal gerade ein paar Mineralien. Construction complete. So, dass du nichts tust, gefällt mir nicht. Erste Centuria, 12 Schiffe. Ich weiß nicht. Obwohl doch, Alderaan möchte ich schon einen Sternhafen. Und sollte es zum Krieg kommen, möchte ich auch diese beiden Systeme haben. Beziehungsweise, ja, zwei Systeme. Habe ich eine Grenze mit zwei Systemen. Das heißt, ich kann es auch direkt so machen. Technology secured. Anomaly found. Hier brauchen wir definitiv mehr Bevölkerung, aber die brauchen wir überall. Fusionsreaktor, so. Erkundungsgeschwindigkeit plus 25%, neue Mechanik, automatische Erkundung, das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Und dann können wir nämlich jetzt hingehen, haben mehr Energie, können jetzt hier Gauss-Geschütze draufpacken. Blaue Laser haben wir noch nicht, aber wir haben bessere Panzerung und bessere Schilde. Haben wir schon von was? Ja, Reaktorverstärker. Hätte ich auch vorhin benutzen können, aber... Na. So, dann können wir mich jetzt... Was kostet der Spaß? 400. Dafür könnten wir 4 neue Schiffe bauen. Oder halt 12 upgraden. Ja, muss halt sein. Flottenstärke ist überlegen. Ich meine, das erwarte ich auch ein bisschen, wenn ich bedenke, dass die KI mehr Rohstoffe bekommt. Wenn sie die halbwegs sinnvoll einsetzt, also das, was die Vanilla-KI halt leider gar nicht kann, dann haben wir auch vielleicht mal ein Problem zwischendurch. Fahrlässiges Gescharre. Ein Bericht der RES Anaximander-Besatzung war ihre Mission ein Fehlschlag. Wissenschaftsoffizier Tullus Catulentus hat angeblich die manuelle Kontrolle über die Sonde übernommen, um eine Probe aus dem Mineralhaufen zu nehmen. Dies führte zu einer leichten Kollision zwischen Sonde und Mineralhaufen, durch die er vollständig auseinanderbrach. Die Besatzung fügt vorsichtig hinzu, dass diese Erfahrung Wissenschaftsoffizier Tullus Catulentus, nicht Catulentus, einigermaßen erschüttert hat und dass die Mineralsplitter noch immer recht wertvoll sein sollten. 1500 Materialien. Seine Einzelteile sprechen der Summe seiner Einzelteile, damit erhält halt er die Eigenschaft sorglos. Mineralien erlangt 1500. Oder er bekommt 50 Erfahrung und die Eigenschaft stur. Ganz ehrlich, der ist mir... Forschungsgeschwindigkeit Anomalie, das ist doch toll. Daran ist... Ich weiß jetzt gerade nicht, was stur für einen Effekt hat. Aber ich bin mit dem Ende ganz zufrieden. Oh, hier ist eine Legierung, die wir uns holen können. Und hier ist Forschung. Forschung brauchen wir. Bei 30 Bewohnern. Hier ist Platz frei. Den brauchen wir für Energie. Construction complete. Anomaly found. 416,70. Okay. Kometgesicht, das ist ein gutes Omen. 40 Einigkeit. Ja, kann ich mitleben. Einigkeit bräuchten wir auch. Wir brauchen mal wieder alles. Aber das Problem ist halt wirklich... Obwohl, doch. Wir können... Das gibt uns, wie heißt es? Gibt uns Sozialforschung, was okay ist und halt Einigkeit. Nimmt eine Probe, baut den Asteroiden vorsichtig ab. Geht vorsichtig vor. Hat sich bewährt, fügt Energie hinzu. Sehr schön.
Star system charted. Construction complete. So, hier bräuchten wir, ich würde sagen, eigentlich hier eine Sternbasis, also eine Schiffswerft und eine Geschützbatterie. Technology secured. Andererseits nein. Wir machen hier zwei Geschützbatterien, weil da eine Kolonie ist. Und dann machen wir hier eine Schiffswerft und eine Geschützbatterie. Anomaly found. Keine Spielchen mehr, was wollt ihr? Ja. Gen-Klinik. Wären an sich das erste Gebäude, was auf neuen Kolonien gebaut wird, aber lieber nicht. Ethisch-monolithisch. Ezin 5a ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar, aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt.